Leutchen, Leutchen. Wir können weitermachen. Und warum sage ich Leutchen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich einfach mal was anderes sagen wollte als... So, da sind wir wieder. Wie geil ist das denn? Nein, wie geil ist das denn? Geil. Das ist allerdings lustig, irgendwie. Der läuft, ja, einfach hin und her und, ja, hier gibt's nichts Neues. Geil. Er kümmert sich einfach selbst drum. Hallo, dies ist ein Waffenladen. Nicht nur das. So, umsehen, Axt. Ja, die ist um einige stärker. Ein Degen. Ein bisschen stärker, ja. Schön. Ultrapfeile. Ultrapfeile. Naja, naja. Dann holen wir uns halt erstmal zwei Äxte. Ja, einmal, zweimal und einen Stoßdegen. Ja, verkaufen können wir beim nächsten Mal wieder. Rüstung. Waffe. Axt. Und du den Stoßdegen. Und du die andere. Also, wieso bist du vergiftet? Keine Ahnung. Dann machen wir dich halt nicht mehr vergiftet. So. Gerade mal an der Nase gekratzt. Willkommen in der Wüste. Nur 50 GM die Nacht. Na, wie klingt das? Das klingt voll okay. Weil das halt okay ist. Und, ja, keine Ahnung. So. Ein alter Mann. Die Insel nördlich von hier wird Schicksalsinsel genannt. Okay, und weiter. Das heißt, dass alle Waffen, die je gekauft wurden, irgendwann dort landen. Auch die, die wir gerade tragen? Möglicherweise. Findet es am besten selbst heraus. Cool. Ich hörte, dass Elfrea eine Insel südlich der Stadt ist. Dass Elfrea eine Insel südlich der Stadt... Um dorthin zu kommen, müsst ihr den verlorenen Wald durchqueren. Allerdings kennen nur die Elfen den Weg durch den Wald. Ja. Und wer hat die Elfen nach Hause geschickt? Kennst du einen Elf? Ja. Wow, Hammer. Nö. Im Süden findet ihr den verlorenen Wald. Dort gibt es viele Elfen. Sie werden euch durch den Wald führen. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Nein, er kann nicht durchs Fenster reden. Schade. Das finde ich irgendwie lustig. Sand! Immer nur Sand! Viel lieber hätte ich Böller. Kinder heutzutage. So. Südlich. Das heißt, wir gehen einfach nach unten, nach unten, nach unten. Jo. Hoffe ich mal. Ich habe nämlich schon wieder die Orient... Ja, ja, das muss ja hier sein. Hier sind wir nicht hergekommen. Das heißt... Matschmann und ein Bogenspezi. Ich frage mich, was diese Pfeile eigentlich bringen. Ob ich dafür einen Bogen brauche? Oder ob ich die einfach so verwenden kann? Ja, komm, hau doch einfach ab. Komm, hau doch einfach ab. Komm, hau doch einfach ab. Aha, klappt doch. Da war's doch. Da war eine Stadt. Ich hab sie genau... Ist das der Wald hier? So, eine neue Stadt, wollte ich gerade sagen. Das Schöne wäre... ja, ja, das muss ja dieser Wald sein. Dieser Wald, der... Keine Ahnung. Guide-Station am verlorenen Wald. Richtig, dann ist das ja... Okay. Dies ist die Pforte zum verlorenen Wald. Kann ich euch helfen? Habt ihr gerade einen Guide für uns frei? Schon. Sie ist allerdings noch ein Kind. Ist das okay? Nee. Okay, du kannst rauskommen. Und lass mich raten. Nein. Hallo, Saffe. Jiren. Ich wusste, dass du auf deiner Reise hier vorbeikommen würdest. Hey, alter Mann. Das geht nicht. Habt ihr niemand anders? Sie ist die Einzige. Gehen wir ohne sie, Saffe. Wir könnten den Weg auch alleine finden. Nur die Elfen kennen den Wald. Du bist kein Elf. Halbelf, ich weiß. Aber ich kenne den Weg und ihr nicht. Was meinst du, Saffe? Haben wir denn irgendeine andere Wahl? Also darf ich mit euch kommen? Warum willst du dieses Risiko eingehen? Du hast mich gerettet. Jetzt will ich dir helfen. Verstehe. Also los, Miss. Einfach Shirin. Okay, Shirin. Ja. Einen Moment noch, Saffe. Ganz ruhig, Lufia. Sie ist nur ein Kind.
Ich bin ruhig und es ist mir egal, wie alt sie ist. Ist ja okay. Du willst sie doch nicht wirklich mitnehmen, oder, Saffe? Wir haben keinen anderen Guide. Wir können wohl nicht anders. Richtig. Nein. Was, nein? Nun ja, einfach so. Deshalb. Das ist keine Antwort. Los, gehen wir. Was ist mit Lufia? Sie ist nur mal wieder eifersüchtig. Mach dir keinen Kopf. Saffe! Und da werden wir zusammengeschlagen. So, da hast du's. Ist hier immer so? Jojo. Hey, wir sind zu viert. Ist das nicht schön? Wir haben eine ganze Gruppe zusammen. Unsere Gruppe ist vollständig. Hey! Elfenbogen, Nutzen, Keule. Schlecht. Nein, nein, nein. Langstab. Nö. Federrobe. Auch nicht. Dann halt das da. Da kann sie nichts ziehen. Da vielleicht. Nö. Und hier kriegst du den Monsterring. Krass, krass, krass. Wie schön. Na komm. Beleben. Cool. Nein, da ist nichts. Hier vielleicht. Pestizid. Nein. Warp-Spiegel. Nein, da ist auch nichts. Ich koche in der Zeit was. Na, vielleicht doch nicht. Dann mache ich halt den Abwasch. Nein, auch nicht. Okay. Ach, ist das schön, wir sind zu viert. Mensch, geh da aus der Tür raus. So. Tschüss. So, das heißt, wir können jetzt durch den Wald. Ich würde ja... Nein, ich muss die jetzt wenigstens einmal angreifen. Ich will mal wissen, wie stark die ist. So, mal gucken. Bogenspezi weg. Lufia 13. Greift den an. Andere Bogenspezi weg. Superpfeile. Och, nee, ey. Kann das jetzt ein Shirin auch? Boah, klasse. Du bist genauso hilfreich. Wie weiß ich nicht. Ein Föhn in der Wüste. Keine Ahnung. Mir fällt kein Vergleich. Vielleicht kann sie wenigstens zaubern, ey. Och, nö. Toll, das hätte ich mal besser gelassen, das Ausprobieren hier. Wieso ist sie erst Level 14? Was will ich denn damit? Ja, so, so. Und ja, gibt's ja auch. Nein. Da, einmal an dich noch. So, mal gucken. Hat die denn hier Funke? Funken treffen eine Gegnergruppe. Stark, ist klar. Warp. Beamte. Ja. Beamt alle Kämpfer in ferne Städte. Medikus. Flucht. Bringt alle Kämpfer zum Hügel. Ja, geil. Therapie. Halt einen paralysierten Kämpfer. Frost. Alle Gegner werden ein unterkühlt. Ich hab's heute nicht mehr im Lesen. Na, nö, nö, nö. Ich müsste die eigentlich leveln. Und wenn das so weitergeht, muss ich das wohl auch machen. Och, Alte. Kannst du denn nicht einfach von diesen drei komischen Gerippen abhauen? Ja, natürlich nicht. Komm, vielleicht jeder jetzt einmal. Ja. Hm. Auf jeden Fall. Du auch mal, komm. Einmal blöd bewegen, danke. Tschüss. Unglaublich. Ja, ich hab's ja verstanden. Danke. So. Du den da. Und du mach dich mal... was? Ja, ja, mach einfach. Ist mir jetzt auch egal. Wahrscheinlich zieht das jetzt jedem so irgendwie 11 ab, damit ich mich noch mehr abfacke und denke, wieso hat der Shirin eigentlich mitgenommen? Wenn ihr wissen wollt, wie bringe ich Zeit sinnvoll unter die Leute? In Klammern mit Ironie und Sarkasmus? Sag ich ja, das was ist... Ich werde ein Tutorial machen, wie verschwende ich meine Zeit am besten. Und da werde ich hier ganz viele Ausschnitte von Lufia reinsetzen. Hey. Das sind 4 Gegner, ich hänge länger dran als an einem Endgegner. Danke, Lufia. Ey, du musst ja Angst haben zu fliehen. La, natürlich. Jetzt nach Osten. Ja, klasse, jetzt fängt das an. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, Osten ist rechts. Süden, dann nach unten, nicht wahr? Oh nein, auch noch ertappt. Oh nein. Nein. Cool. Könnt ihr wenigstens abhauen? Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Westen, das ist dann hier dementsprechend. Ja, tschüss. Jetzt nach Süden, dann sind wir schon da.
Toll. Dafür braucht man auf jeden Fall... Oh, nein, nicht ertappt, Mann! Danke. Und noch ein Gegner. Komm, einer geht noch, oder? So, ich möchte jetzt gerne in die Stadt da rein. Schnell, schnell, schnell. Dankeschön! Das heißt, hier werden wir jetzt erstmal einen Schritt machen. Und gleich geht's hier weiter. Bis gleich. Tschüss.